Hello, my name is Christine. Let's talk English. Heute dreht sich bei mir alles um die Wendung have to. Mit ihr drückst du aus, dass es notwendig ist, etwas zu tun. Du verwendest sie also, um Pflichten oder Notwendigkeiten auszudrücken. Have to entspricht also dem deutschen müssen. Du musst zur Schule gehen, lautet auf Englisch also you have to go to school. Anhand von einfachen Beispielen wirst du in diesem Video lernen, wie du Sätze in verschiedenen Tenses mit have to bildest, wie du es verneinst und wie du Fragen mit have to formulierst. Damit du mir gut folgen kannst, soll den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.